In schwindelnden Höhen auf dem Bergpass Dalsnipper, Weltnaturerbe Geirangerfjord, der Einsatz von Sprechfunkgeräten, die berühmteste Passstraße Norwegens, die Trollstiegen, Adlerstraße, übersetzt heißt das Ganze Trollleiter und das richtige Fahren auf Passstraßen. Letztes Gespräch über Norwegen hat ja damit geendet, dass wir in unsere Terralorf geschnackelt sind, nachdem wir mit dem Fahrrad unterwegs waren. Es war schon sehr kalt, wir hatten da diese wunderschöne Passüberquerung und uns riesig gefreut, dass wir da eben am Ende dieses spannenden Radtages so einen schönen Rückzugsort oder ein kleines Zuhause, ein Tiny House haben, mit dem wir dann weiter nach Lom gefahren sind. Ja, Lom. Ein wunderschöner kleiner Ort, ein Touristenort. Und also ich hatte gleich den Eindruck, mich hat sofort an unser Skifahrerort erinnert, den wir so bei uns kennen aus den Alpen, oder? Wahrscheinlich, das sind ja auch viele Skifahrerorte, ne, in dieser Region. Also da sind viele Norweger unterwegs. Eigentlich schade, ich hätte früher auch gerne, wir hätten eigentlich nach Norwegen fahren sollen zum Skifahren, aber das ist wahrscheinlich auch recht teuer hier, nehme ich mal an. Ich denke, das hattest du einfach vor 30 Jahren oder so. Gar nicht auf dem Schirm, oder? Dass man in Norwegen Skifahren geht. Wahrscheinlich nur die Leute, die recht viel Geld gehabt haben. Keine Ahnung. Auf jeden Fall gibt es hier sehr viele Skimöglichkeiten. Das sieht man überall an diesen Hütten und diesen wunderbaren Plätzen und Restaurants und Hotels. Aber natürlich wegen Corona ist das jetzt alles zu und relativ ausgestorben. Wobei die Norweger sind jetzt dann, glaube ich, schon auch unterwegs. Also an dem Zeitpunkt, wo wir jetzt da waren, und das war auch Wochenende, da war richtig der Bär los. Vergiss das nicht. Ich habe mich dann mal draußen an dieses italienische Hotel, sage ich schon, an dieses Restaurant gestellt und mir mal die Speisekarte angesehen. Ja. Also da im Frankenländle, ne, da kann man die Pizza schon etwas günstiger essen. Es ist einfach, die Preise sind einfach höher hier in Norwegen. Ja, klar. Naja, wir finden dann diesen schönen Stellplatz, schön insofern, weil wir da eben direkt an einem Fluss waren. Da sind auch ganz viele junge Wildwasserfahrer gekommen. Ja, das war die Region der... Das war diese tolle Region, also eine der besten Wildwasserplätze der Welt. Und deswegen sind da viele Kajakfahrer unterwegs und Kanufahrer unterwegs und eine tolle Region, ne? Da Urlaub zu machen als, wobei ich sagen muss, dass Norwegen ist eh in allen Bereichen klasse, ob man da jetzt wandern geht oder kajakt oder was auch immer. Also was mir immer am besten gefällt ist, mit dem Mariachi komme ich ja immer gut rum, weil dann morgens putzeln wir dann so aus unserer Terra. Und ich schaue mir dann mit dem Hund alles Mögliche so an und finde dann verschiedene Wege, die wir da erkunden. Vor einer Bäckerei standen ganz viele Menschen an. Ich dachte mir, das kann doch nicht sein. Also das muss schon wirklich spezial lecker Schmeck Brot geben oder Brötchen. Und dann sind wir danach hin und haben uns tatsächlich was gekauft. Ja, warum stand ihr da an? Na, weil es so lecker ist. Das hat sich in der Gegend rumgesprochen. Ja. Normalerweise haben wir ja hier immer unser Müsli zum Frühstück mit viel Obst. Sojamilch gibt es übrigens auch, alles in Norwegen. Also die ganzen Soja- und Reismilchprodukte und vegane Möglichkeiten, dass man sich versorgt. Also ganz toll sind die hier ausgestattet. Ja, dann haben wir uns dieses... lecker schmeckt Brot und Brötchen gekauft und du dir, glaube ich, noch so eine Nussschnecke, ne? Mhm. Und dann ging es weiter. Naja, ich finde es ganz gut, wenn man dann, ich habe ja schon oft erzählt, dass wir auf unseren Expeditionsreisen ist es ja immer recht oder oftmals sehr spartanisch und anstrengend, sehr, sehr anstrengend. Teilweise habe ich das Gefühl, ich schwitze da Blut und so und das ist, hat zwei Seiten, dieses draußen sein in Wüsten und in der Kälte, wie in der Mongolei oder jetzt in Australien oder wo auch immer, wo wir waren und mit Kamelen und Pferden und Elefanten unterwegs waren und jetzt halt mit der Terralorf, ist das schon eine angenehme, meist angenehme Situation, wobei ich das auch nicht unterschätzen möchte. Man soll es auch auf keinen Fall vergleichen, dass man sagt, okay, das ist jetzt besser oder anders als das andere. Ich denke, Vergleiche machen unglücklich, aber ich glaube, da haben wir schon darüber gesprochen,
Und deswegen ist es natürlich toll, wenn man dann zu so einer Bäckerei gehen kann. Für mich ist es immer wieder klasse. Und kann man dann so eine Schnecke kaufen oder was, wonach einem das Herz begehrt, nachdem man Appetit hat. Und dann setzt man sich in so ein Fahrzeug rein, wie wir es jetzt haben. Das ist natürlich auch außergewöhnlich. So ein Offroad-Fahrzeug. Und fährt dann einfach weiter dem nächsten Ziel entgegen. Und auch wenn jetzt Norwegen ein recht bekanntes Land ist und hier Millionen von Touristen unterwegs sind. Aber genau deshalb, weil es so schön ist. Ja, ja, sicher. Und trotzdem finde ich das für mich so spannend, weil ich auch als verwöhnter oder, sagen wir, erfahrener Abenteurer selbst in so einem Land immer wieder für mich fast jeden Tag tolle Flecken entdecke, die mich interessieren. Und das finde ich auf jeden Fall klasse. Auf jeden Fall waren wir unterwegs dann Richtung dem Geirangerfjord, ne? Und da haben wir ja auch schon sehr viel gehört über diesen weltberühmten Fjord. Eine der Plätze, wo die meisten Touristen überhaupt hinfahren, meistens mit Kreuzfahrtschiffen. Da wollten wir eigentlich auch mal vorbeifahren. Jetzt ist es nicht so, dass wir immer die touristischen Highlights abfahren, aber wenn die schon bei uns auf dem Weg liegen, dann ist es natürlich, dann sollte man die noch mitnehmen. Und diese Passstraßen, die wir da gefahren sind, das war ja dann im Herbst, die waren, wenn man sich das überlegt, also alles mit dieser Farbe überzogen, diese Berge, dieses Goldbraun, was auch immer. Ja, so leuchtend. Dieses Bunte überhaupt, ja. Also dass der Land so bunt sein kann. Also ich meine, Herbst ist klar, wir wissen, dass Herbst bunt ist, aber das fand ich schon faszinierend, dass man kann also auch gut im Herbst hierher fahren. Das war einzige Panoramafahrt. Ja. Einzige Märchenwelt. Sitzt dann da und schaust aus dem Auto und klar, ich muss mich konzentrieren, du kannst mehr rausgucken, weil ich ja mehr fahre und man sich auf den teilweise sehr schmalen Straßen echt aufpassen muss, weil wenn ich da eine Sekunde zu lange rausschaue, dann fährt mein Graben und das war's. Ja, also diese Konzentration beim Autofahren, und das darf man auch nicht unterschätzen, ist ganz nicht extrem, aber ja, doch mal sehr hohe Konzentration. Ist hochwichtig, auch eben rechtzeitig dann Pausen einzulegen oder einen Fahrerwechsel zu machen. Ja. Aber es erinnert mich dann auch an letztes Jahr. Da waren wir ja im Frühsommer hier und nicht diese Strecke, ein bisschen eine andere. Aber da war ja exorbitant viel los auf den Straßen. Also das ist der Hammer. Also da haben wir jetzt Glück. Die Straßen sind ja relativ leer, ne? Da Wohnmobile unterwegs waren, das war unglaublich. Das war wirklich der Hammer. Also ich weiß keine Ahnung, so Hunderttausende. Ja, und auch teilweise mit Geschwindigkeiten, wo ich mich sehr wundere. Naja, ich meine, Straßen. Weil die Leute halt, ich weiß nicht, ob wir schon mal drüber gesprochen haben, die Leute haben die fahren halt in Urlaub und mieten sich so Dinge und sind es noch nie gefahren und dann donnern nicht, die da halt. Nicht so, alle, aber bei manchen hat man den Eindruck. Aber ich glaube, wir haben schon mal drüber gesprochen. Ja, aber ich glaube, das kann man gar nicht oft genug sagen, dass man einfach vorsichtig sein soll. Das war einfach jetzt, oder ist jetzt einfach toll, dass es so leer ist. Ne? Das hat auch alles Vor- und Nachteile. Der Vorteil jetzt bei Corona und bei so einer Art Lockdown, dass die Länder halt nicht mehr reinfahren dürfen und wir dieses große Glück haben, hier sein zu dürfen. Da bin ich in hoher Dankbarkeit, dass das wirklich leer ist. Na gut, also auf jeden Fall waren wir Richtung Geiranger unterwegs und sind über diese Passstraße gefahren und wir recherchieren ja oft nicht immer alles, ja, also im Detail. Und da war auf der rechten Seite, auch kannst du dich erinnern, diese Schranke. Und ich denke, was ist denn das für Schranke? Und die war, also da war ein PKW und da ging die Schranke hoch und da habe ich gesagt, komm, da halt mal an. Und das ist die Spontanität, von der wir auch schon gesprochen haben, einfach anzuhalten, zu gucken, was los ist. Und dann ging das darauf auf diesen Dalsnibber. Das ist ein ganz bekannter Aussichtsplattform auf irgendwie über 1.500 Meter Höhe. Also das ist ja dann schon mal eine Spontanität, die ich nicht immer haben muss. Ne? Das ist eigentlich schade. Also mir wird es ja teilweise Himmelangst, wenn es dann solche Passstraßen hochgeht. Und bin da heilfroh, dass du fährst, weil... Aber ich wundere, dass du als Abenteurerin Bedenken hast, das verstehe ich gar nicht. Das kann ich selber nicht erklären, aber manchmal, wenn ich da runterschaue, da wird es mir ganz anders. Meine Höhe hat sich verändert, das war früher überhaupt nicht, da hat mir sowas nicht ausgemacht und jetzt merke ich halt, dass es die Höhe ist und ja, ich bin froh, dass du ein achtsamer Autofahrer bist und ja, ich muss da auch mal natürlich mehr ran, dass ich auch solche
Pässe mal öfter fahre, beziehungsweise da mehr in Übung komme, und dann würde ich das Ganze wahrscheinlich auch wesentlich gelassener nehmen. Auf jeden Fall, wir waren dann super spontan. Ich bin dann rausgestiegen, habe ein Fahrzeug hinter uns gefragt, was ist denn das eigentlich? Die sagen, oh ja, da müsst ihr hoch, das ist toll. Und ich sage, tolle Idee, ja. Dann sind wir da eben hochgefahren. Und das war aber wieder so eine absolute geile Passstraße. Ich meine, wenn jetzt jemand gern Auto fährt, also das machen ja viele Männer. Ne, man gibt auch viele Frauen oder einige Frauen, nehme ich mal an. Ja, genau, die sonst kriegen wir hier aufschreien. Ja, das kriegen wir auf, kannst du von mir auf andere schließen. Ja, dieser Macho da. Nee, ich meine, ich weiß ja, dass viele Männer im geile Straßenkern fahren. Und da ging es mit Serpentinen rauf. Also vom Feinsten, ja. Das ist richtiges, ernsthaftes Autofahren. Und dann am besten noch mit Schaltung, also Automatik, finde ich wieder so eine Geschichte. Dann fährt halt das Auto, macht schon einen gewissen Teil, und wenn man das selber machen kann, also wirklich die Gänge wählen kann, wie das Fahrzeug das halt auch braucht, und das ist für mich das aktive Autofahren, und das macht mir Freude. Und da sind wir darauf gefahren, und dann geht's ja auch um diese Fotografie. Also lass uns erstmal sagen, wie wir da oben waren, war ja der Hammer. Ne? Also da war es ja auch wieder leer, also keine Menschen. Möchte ich nicht so propagieren, dass es immer toll ist, wenn keine Menschen da sind, aber... Ja, sonst meint man, du magst keine Menschen, und so ist es ja überhaupt nicht. Nee, ich mag keine, aber ich bin sehr gerne... Du magst sie nicht, ich mag keine. Also ich mag sie schon. Ich mag sie schon, sie würde jetzt auch kein Podcast machen, und würde jetzt nicht die Geschichten erzählen, und das... ist schon sinnvoll, das auch bis zu einem gewissen Bereich vielleicht mitzuteilen. Aber ich denke, uns geht es ja allen ähnlich. Mensch möchte gern die Natur genießen, und das ist eben ein Maß, dass man auch die Natur mitbekommt. Ja, und da war es, genau. Da sind wir da oben mit unserer Terra Love dahergefahren auf diesem Parkplatz, und das ist wie so ein Hubschrauber-Landeplatz auf dem Berg, mehr oder weniger, so schaut es aus. Also das ist mal wirklich auf ganz oben. Und kann dann runtergucken auf diese Straßen, und die Straßen schauen aus wie Gemälde. Also das finde ich so irre, wie die Straßen sich dann in diese Landschaft reinschauen, wenn man so mal Adler sein kann, also Adler oder Vogel spielen darf und nicht in der Drohne, sondern einfach da sitzt und runterguckt auf diese kleine Welt. Und dann haben wir auf diesen berühmten Garangafjord auch geguckt, wo diese im Regelfall in der Touristensaison die Kreuzfahrtschiffe reinkommen. Und das war ein sehr exklusiver Platz. Vor allen Dingen hatten wir zu dem Zeitpunkt blauen Himmel. Und das gibt's ja in Norwegen auch nicht jeden Tag. Ne? Ja, auf dem Weg nach unten habe ich mir gedacht, ach, jetzt mache ich dann doch mal ein paar Fotos. Auf dem Weg nach oben wollte ich nämlich nicht wirklich aussteigen, weil der Pass war so steil. Du wolltest ja auf dem Weg nach oben schon nicht aussteigen. Das sage ich ja, der Pass war so steil. Und dann habe ich mir gedacht, ich gehe auf gar keinen Fall da raus, weil dann müsste der Dennis anhalten in dieser Steige. Aber dann runter habe ich mir gedacht, okay, das muss fotografisch festgehalten werden. Und ich habe ja bei solchen Ausflügen immer meine schnellen Schuhe an. Deshalb die schnellen Schuhe, weil ich auch ja gern hinterher laufe oder eben dann ein bisschen rumrenne beim Fotografieren. Und um uns da die Arbeit, in Anführungszeichen, ist es ja einfach auch eine Freude, zu erleichtern, haben wir Funkgeräte. Ja, es geht. Die Reise, die wir machen, als wenn wir unsere Reise dokumentieren und ich jetzt da ein Buch drüber schreibe und wir da in Instagram promoten und das promoten, also die Bilder zeigen und auf Facebook, dann ist es einfach auch ein Teil unserer Arbeit, und Fotografieren ist ja auch ein Teil unserer Arbeit, ein gewichtiger Teil unserer Arbeit, also der Dokumentationsarbeit von Mutter Erde. Das war ja für uns schon immer wichtig, das ist jetzt unabhängig von den Social Medias. Fotografieren wir ja schon seit 30 Jahren mindestens, schon immer von Anfang an, also schon war das mir wichtig, auch wie ich bei den Indianern früher war, bei den Aukas und Yanomamis, und da war mir immer wichtig, das in irgendeiner Form festzuhalten, und das hat sich auch bewiesen, weil teilweise gibt es die Situationen und die Landschaften in der Form gar nicht mehr, weil sie dann eben schmutzig geworden sind oder die Felge es nicht mehr gibt. Und insofern, natürlich wird es den Pass noch geben, wenn in 10, 20 Jahren, aber trotzdem wollen wir das dokumentieren und wollen es fotografieren. Und da ist es ganz, ganz wichtig, dass wir uns verständigen können. Und da haben wir ja festgestellt, in Australien brauchten wir bei unserer Australien-Expedition, wo wir mit den Kamelen durch Australien gelaufen sind, haben wir irgendwann festgestellt, dass es ganz, ganz wichtig für uns ist, auch wenn der eine mal jetzt
jetzt nicht hinter einer Sanddüne war oder so, dass wir noch reden können miteinander. Und da war es ein Sicherheitsaspekt. Nee, ich war ja viel mit den Kamelen alleine und habe die gehütet, dass die fressen können. Und du warst im Camp. Ja. Und dann war schon prima. Ich habe schon damals, ja. Ja, da war schon prima, dass man sich mal kurz austauschen kann. Alles klar bei dir, oder? Klar. Hätte ich auch eine Schlange beißen können oder mich und dann sagt, hey, pass auf, da ist gerade was passiert, komm. Und also insofern waren die Walkie-Talkies, also diese Sprechfunkgeräte von uns, von elementarer Wichtigkeit, die uns auch da damals schon das Leben gerettet haben. Und wir haben jetzt festgestellt, dass das beim Autofahren auch eine ganz feine Sache ist. Und wenn man sogar im Stadtdschungel nutzt. Also wenn ich im Supermarkt bin, da habe ich es auch ganz gern dabei, um mit dir zu sprechen. Ja, da kann man dann einfach auspacken und dann frage ich dich und das haut dann wirklich in den Supermarkt rein, der Funk. Und dann kann ich dir sagen, wie lange dauert es noch? Oder du sagst mir was. Oder ich sage dir, ich kann gerade nicht parken. Ich stehe jetzt da und da. Kann man nicht auf dem Handy machen, aber manchmal, wenn man kein Mobilfunk hat, Mobilfunknetz hat, dann ist es natürlich auch wieder eine geile Geschichte. Wie auch immer, dieses Funkgerät ist für uns wichtig geworden und vor allen Dingen auch bei der Fotografie. Weil wenn, du das kannst dann zu mir sagen, wenn ich jetzt irgendwo auf so einer Kehre stehe und es schaut jetzt vielleicht blöd aus auf dem Foto, dann sagst du, fahr nochmal 5 Meter vor oder 5 Meter zurück, wenn es gerade keine Autos da sind. Ja, oder wenn so ein riesen Konvoi kommt, habe ich zu dir gesagt, du sollst einfach mal noch ein bisschen warten, bis die alle vorbeigezogen sind. Ja. Da kann man sich schon gut verständigen. Ja. Also insofern sind Sprechfunkgeräte für uns der Hammer und machen echt Sinn. Und so entstehen dann auch teilweise Aufnahmen, die wir eben veröffentlichen. Ne? Ja, du parkst auch ganz toll, aber manchmal ist es trotzdem sinnvoll, wenn ich dann rausgehe und mal gucke, weil es gibt ja auch sehr unübersichtliche Ecken, in denen man rangieren muss. Stimmt, beim Rückwärtsparken, ja? Beim Rückwärtseinweisen, wenn du so ein Wohnmobil hast, dann sieht man zwar über die Rückfahrkamera das eine oder andere, aber man sieht nicht immer alles, vor allem auch nicht immer in der Höhe. Und da kann man auch einmal gegen irgendwas fahren, was eben oben ist, also in vielleicht in 2,5 Meter Höhe, was dann die Kamera gar nicht erfasst. Ja, da erinnere mich, in dieser Kleinstadt, da hat mich der Polizist, der Nette, angesprochen und meinte, oh, du hast ja ein Sprechfunkgerät. Und ich so, ja. Und dann war er ein bisschen verwundert, für was ich das wohl verwende. Aha. Und dann sage ich, naja, das brauche ich zum Einparken. Also mein Mann erklärt mir dann, wie es parken geht oder umgekehrt. Und ich war mir nicht ganz sicher, ob das überhaupt gestattet ist, weil er da ein bisschen skeptisch erst geguckt hat. Und dann habe ich ihm zu ihm gesagt, aber ich habe nicht so ein tolles wie du zu den Polizisten, weil sonst denkt er vielleicht, ich höre ja quer durch Norwegen alle Frequenzen ab oder so. Ja. Auf jeden Fall hat er dann mich angelächelt und ja, einen schönen Tag gewünscht. Ja, ja. Also ich glaube jetzt nicht, dass das hier nicht gestattet ist. Nee, aber man weiß ja auch nicht immer alles. Also das ist verrückt. Ja. Ja. Ich kann mich erinnern, dass ich mal, so, es gibt ja so diese Lessermans, diese kleinen Taschenmesser, Klapptaschenmesser, die man dann, also so Werkzeuge, die ich immer am Gürtel trage. Und in vielen Supermärkten in Australien war das damals schon strengstens verboten. Und dann hat mich da gleich ein Polizist angesprochen und wollte mein Messer konfiszieren. Und ich habe gesagt, hey, ich bin Kamelmann, ich brauche das. Was, Kamelmann? Ja, klar. Hat er damals gesagt. Naja, aber das sind so Sachen, dass man nicht immer alles weiß in den Ländern. Okay, also das zu den Sprechfunkgeräten, die machen für uns definitiv Sinn. Und dann sind wir auch diese Straße wieder heile runtergekommen. Hat natürlich auch Sinn gemacht, dass wir aufgefahren sind. War schon geil, ne? War schon toll da oben. Ja, mega. Ich möchte das Erlebnis nicht missen. Also auch wenn es ja manchmal so in den Bauch reinfährt. Ja, ja. Naja, wir waren jetzt auch auf den Breakestorien und auf diesen ganzen Aussichts, was sagen wir so, diesen Wanderungen, diese Steilen, und das heißt ja, war ja kein Problem für dich. Ja, und vielleicht ist genau das, was dann auch in Erinnerung bleibt. Ja, wenn man sowas dann macht. Ne? Diese kleinen Überwindungen, ja. Ja. Wir waren auf jeden Fall unterwegs zu diesem Garangafjord und unser Hauptziel an dem Tag waren die Trollstigen, also diese eine der berühmtesten Passstraßen Norwegens. Da war ich ja schon mal aufgeregt, denke ich mir. Du warst schon vorher ewig lang aufgeregt, ja. Wenn wir das hier schon fahren und die Trollstigen sind noch bekannter, wie wird das wohl werden? Ja, und dann ist es so, dass wir nutzen auch immer eine Wetter-App. Das ist sicherlich nichts Besonderes und nichts Außergewöhnliches, aber ich nutze es halt jetzt aktiv auf Reisen seit nicht allzu langer Zeit. Und das macht in so einem Land, wo das Wetter wie Norwegen von einer Stunde auf die andere sich ändern kann oder von einem Tag aufs andere sich extrem ändern kann, schon Sinn, weil wir ja auf einer der schönsten Straßen der Welt unterwegs waren zu dem Zeitpunkt.
Und das will man ja nicht im Regen fahren oder im Nebel. Und wenn man dann ein bisschen Zeit hat wie wir, also uns die Zeit lassen können und auch diesen, wie soll ich sagen, also das privilegiert will ich jetzt sagen, wie soll ich mich ausdrücken, also dieses Geschenk haben, so lange unterwegs sein zu dürfen, weil das auch unser Beruf ist, dann kann man natürlich Wettersituationen aussitzen und irgendwo bleiben, wenn man weiß, es wird schlecht. Und da haben wir aber gewusst, es kommt eine richtig massive Schlechtwetterfront auf uns zu. Und das Interessante ist auch, dass diese Wetter-Apps so extrem gut funktionieren. Also ich bin verblüfft, dass die selbst in Norwegen das so sehr gut voraussagen können. Natürlich immer ändert sich das dann teilweise täglich. Trotzdem, wenn man dann an dem Tag an der Location reinschaut und dann vielleicht 50 Kilometer weiter ist, kann es wieder völlig anders sein. Durch diese Berge und die Täler und da hängen sich dann die Wolken teilweise rein. Aber in dem Fall fand ich das schon, wussten wir, es kommt ein Schlechtwetter von und wir wollten die Trollstigen bei gutem Wetter einigermaßen sehen. Ja, und irgendwie hatten wir es eben eilig deshalb, aber trotzdem wollten wir uns Zeit lassen, weil alles so schön war. Ja, das so ist dann schön, so, schön. Das ist dann immer so eine Geschichte zwischen sich Zeit lassen und dann das Wetter. Irgendwas ist halt immer, dass einem entweder man muss nach Hause fahren, weil der Urlaub zu Ende ist oder das Visa Wetter, in irgendwelchen Ländern. Genau, oder das Visa geht aus oder das Wetter wird schlecht oder man einem selber ist schlecht. Oder man hat Hungerdurst oder muss aufs Klo. Irgendeinen Zeitdruck gibt es immer. Also auf jeden Fall sind wir da weitergefahren und durch diese malerische Landschaft und kamen dann zu diesen Trollstigen. Und das war dann schon faszinierend. Das haben wir dann leider Gottes, hat dann das Regnen angefangen und. Ja, die waren im Schatten. Und die waren dann schon im Schatten. Später Nachmittag. Weil wir es sehr lange gebraucht haben. Aber weil wir uns am Karanga-Fjord, an diesem berühmten Fjord dann noch aufgehalten haben, da runtergehuckt haben und das auch mal genießen. Einfach mal 10 Minuten, 15 Minuten zu stehen oder zu sitzen. Einfach auch einmal so einen Moment genießen. Das finde ich auch immer wichtig, weil viele Menschen. Es klingt jetzt vielleicht so, wenn wir erzählen, dass wir von einem Hotspot zum anderen fahren, aber nein, wir lassen uns dann wirklich Zeit und bleiben mal eine Woche irgendwo, schreiben auf, reflektieren, inhalieren, das bereits Erlebte, um dann weiterzumachen, um Neues zu erfahren. Das finde ich ganz, ganz, ganz wichtige Situation, dass man nicht immer alles so schnell konsumiert, aber darüber haben wir auch schon mal, glaube ich, in einem Podcast gesprochen. Praktisch die Momente zwischen den Atemzügen. Ja, das ist gut ausgedrückt. Sehr philosophisch. Und die Trollstigen, da sind wir dann, wie wir da angekommen sind, es war gerade am Sonnenuntergang. Und das ist ja auch, wie gesagt, eine der berühmtesten Passstraßen in Norwegen. Und Trollstigen heißt übersetzt Trollleiter, also Troll von Troll. Oder und, Stufen. Und Stiegen ja. wie die Leiter. Manchmal finden wir auch im Norwegischen einige Wörter, die dem Englischen oder dem Deutschen sehr ähnlich sind. Und es wird aber auch als Adlerstraße genannt. Und wenn man es dann sieht und darunter guckt, dann weiß man, wovon wir sprechen. Also diese. Also als ich das erste Mal ein Bild von den Trollstigen gesehen habe, fand ich den Namen total treffend. Ja, war treffend, ja. Oder und ist doch, ja. Ich kann mir natürlich auch gleich wieder bildlich vorstellen, wie die Trolle da rauf und runter hüpfen oder wie so Riesentrolle da hochstapfen. Also da habe ich eine recht rege Fantasie, wenn es um sowas geht. Ja, und wir hatten wieder das Glück, dass es da relativ leer war. Wir haben dort übernachtet, weil wir gesagt haben, wir wollen es einfach am nächsten Tag sehen. Aber wir haben dort übernachtet, genau. Ja, und da gibt es auch eine kleine Wanderung, in Anführungszeichen. Also da gibt es auch eine kleine und große. Ja. Auch, ja. Und die haben wir unternommen. Und da sind wir am nächsten Morgen darauf gewandert. Da haben wir ja auch gewartet, weil dann war eben der Regen da. Und es ist ja nicht so, dass es dann immer Tuschu durchregnet, sondern da gibt es ja so Regenlöcher. Und dann sind wir los, rauf um 10 Uhr. Da gab es dann wieder die Möglichkeit, an Eisenstangen oder an so Geländer festzuhalten, in Ketten. Und sind darauf geklettert und haben dann das genau gegenüber, waren wir an einem Wasserfall gesessen. Da muss man dann schon auch wieder schwindelfrei sein, um dahin zu kommen. Also das ist jetzt nicht für jedermann zu empfehlen, würde ich sagen. Aber wenn man fit ist einigermaßen und da braucht man also nichts drauf haben, um dahin zu kommen. Und für die anderen, da gibt es ja auch so schöne Zuschauerterrassen oder da gibt's mega begehbare Besichtigungsterrassen. Ja, aber genau, das war ganz toll, auch mit Glas gemacht, dass man schöne Aussicht hat. Das stimmt. Also ich meine, ich wollte genau gegenüber sitzen. Also ja, exakt gegenüber. Na, und 180 Grad auf der anderen Seite. Da schlägt das Abenteurerherz höher. Ja, und dann saß man da an einem Wasserfall, wo es dann runtergeht. Da sieht man auch dann den Stickfoss
Straßen. Also das ist ein Wahnsinnswasserfall, der 180 Meter Tiefe stürzt neben der Straße, die erst 1936 bis 1939 gebaut worden ist. Also wirklich eine Ingenieur-Baukunst. Und die sind wir dann am nächsten Tag runtergefahren. Und das ist natürlich auch wieder eine Freude für jemanden, der gern Auto fährt. Man kann da auch mit Wohnmobile runterfahren, das ist kein Problem. Und da geht es nicht dabei, bei teilweise 12% Gefälle oder halt Steigung, je nachdem, wo man rauf oder runter fährt, dass man dann eben mit der Motorbremse arbeitet und um die Bremsen nicht zu heiß zu fahren. Und das ist teilweise oder meistens nur einspurig mit ein paar Ausweichstellen. Also schon ein bisschen Adrenalin dabei. Und für mich war das diese Strecke überhaupt, die wir da gefahren sind, über die ganzen Pässe, über die Gletscher und bis zu den Trollstiegen, das war ein absolutes Highlight und es ist wirklich zu empfehlen. Also da bin ich sehr dankbar, dass wir es erleben durften. Ja, und für alle, die dazu Bilder sehen möchten, wir haben unseren Instagram-Account, wir haben unsere Webseite, da haben wir viele schöne Bilder veröffentlicht und ja, für heute senden wir euch ganz herzliche Grüße aus der Terra Love aus Norwegen. Bis bald. Ciao.